wieder gut gut geschlafen. Er schaut immer noch Sinn. Ich hätte es gerade fast Vladimir gesagt, aber Dracula-Film? So einen italienischen Dracula? So. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zur finalen Folge von Killer in Purple. Wir werden heute, glaube ich, einfach noch ein bisschen die Location mit unserem ganzen Geld dekorieren. Und noch ein bisschen spielen einfach. Vielleicht schauen wir uns noch die Dinge an. Die Twisted Animatronics. Und dann ist halt auch schon wieder das Projekt zu Ende. Wir hatten eigentlich gerade angefangen, aber es ist halt schon wieder zu Ende. So, jetzt kurz die Musik wieder ausschalten. So, was wollen wir als erstes dekorieren? Wir können leider, das stört mich selbst, Golden Freddy nicht holen, weil ich dieses Flugzeug nicht fliegen kann und es sich nicht mehr resetten lässt. Also das Flugzeug ist verloren. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber wir können das halt nicht holen. Ich hätte gesagt, wir bauen hier die Arcade zu Ende. Decorations. Sind ja nicht so teuer, die Spielautomaten. Auf jeden Fall, ich freue mich schon aufs Projekt, das nach diesem Projekt kommt. Ich hoffe, das Update dazu, das richtig nice ist, kommt noch, aber ich werde es dann sehen. So, ist der Automat? Ja, der Automat ist schon der richtige Weg. Zack. Was ziehen wir denn hier auch noch gerade auf diese Seite? Nein, nicht das Messer vor den Eltern in die Hand nehmen. Das wäre sonst ein bisschen kritisch geworden. So, dann platzieren wir hier noch einen Automaten. So. Nehme ich hier das da. Nehmen wir da Balloon Boy. Auf jeden Fall. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch dieses Projekt zu machen. Und ich weiß gerade nicht, was ich hier zum Bauen noch dazu reden soll. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Nein, nicht das Messer. Wir können danach, ja, wir dekorieren sicher nachher noch die Dinge, die Play Corner da hinten, da den Spielplatz, den wir hier haben. Damit er auch ein bisschen dekoriert ist und nicht so leer ist und vielleicht auch noch Ding. So. Oh, ich hab den gleichen Automaten erwischt. So, dann bauen wir hier noch einen hin. Und da noch. Und dann in die Ecke stellen wir noch einen. Sagen wir Mangles Quest, glaube ich, heißt der. So. Ja, Mangles Quest. Sieht schon nice aus, hier der Zockergang. Ich glaube, ich ziehe das hier noch nach hinten. Dann stellen wir hier nochmal einen Mangles Quest hin. So. Dann brauchen wir Foxy Run. Run heißt es, glaube ich. Oder Go. Dann nehmen wir, was nehmen wir noch? Wir nehmen noch Chica's Party. Nehmen wir hier noch zwei Automaten. Dann nehmen wir noch. Was kommt noch? Mangles Quest hatten wir gerade. Wir nehmen noch Balloon Boys Quest oder wie das Ding auch heißt. Balloon Boys Adventure, glaube ich, heißt es.
So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch... nehmen wir nochmal Mangles Quest. So, und... Nee, geh weg! So, keine Ahnung, warum ich den weiter vorne platzieren muss. I don't know. Dann nehmen wir hier nochmal Take Cake to the Children. Aber das ist halt auch nice gemacht, dass einfach die Spiele aus FNAF 2 hier drin sind. Also, dass die hier als Automaten vorhanden sind. Weil da Take Cake to the Children oder Foxy Go Go Go, das sind Ding. Das sind die Minispiele aus FNAF 2. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber man kann es ja nie genug sagen. Ich sollte mal vielleicht auf die Zeit schauen. Nicht, dass wir hier plötzlich... Ja, es ist erst 12 Uhr. Nicht, dass wir hier plötzlich überrannt werden. Was machst du hier? Geh weg! Danke. Decorations hier. Wir nehmen hier noch Chicas Party. Ich glaube, ja, wir bauen hier einfach vor dem Gang durch, damit er nicht mehr sichtbar ist, weil der sieht ein bisschen komisch aus. Die Ausbuchtung. Wir nehmen nochmal Mangles Quest. Ey, jetzt musst du mir natürlich gerade hinterherlaufen, oder? So. Wir brauchen noch... Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Automaten. Take care to the children. Ey, das ist so mühsam, dass sie mir hier immer vor dir anlaufen. So kann ich den hier nicht mehr platzieren. Jo, wie das aussieht. Sieht schon nice aus. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Automaten. Mangles Quest hatten wir gerade. Nehmen wir wieder Chicas Party. So, und da noch hin. Dann brauchen wir noch Decorations. Nehmen wir nochmal Foxy Go Go Go. So und so. Ich glaube, diese Nacht werden wir wieder etwas über die Kameras sehen. Weil wir die Location nicht am Abend spät verlassen, kann ich das Licht nicht resetten und wir sehen mehr. Das ist auch nicht. Ey, Mann, könnt ihr bitte einfach weggehen? Danke. Ich will hier in aller Ruhe bauen. Sie laufen mir immer vor dem Gesicht durch, die ich nicht bauen kann. So, wir brauchen noch einen Automaten. Nehmen wir nochmal Foxy Go Go Go. So. Oh, wie das aussieht. Es sieht schon lustig aus, hier einfach zwischen die ganzen Automaten durchlaufen. Einfach unsere Automaten-Ding. Unsere Automaten-Ecke. Für die ganzen spielsüchtigen Kinder. So. Das sind ja Toy Freddy und Toy Bonnie. Oh mein Gott, wie dumm kann man sein? Ich meine, Fun... Nein, nicht Funtime. Oh mein Gott. Fredbear und Spring Bonnie, genau. Was war gerade mit meinem Hirn los? Das sind natürlich Fredbear und Spring Bonnie. Wer sonst? Klettergerüst. Nehmen wir mit. Können wir uns das überhaupt leisten? Oder passt das hier überhaupt rein? Ach nee, das passt hier gar nicht rein, weil der Raum zu tief ist. Das kann ein bisschen kritisch werden mit dem zu tiefen Raum. Also noch mehr Spielautomaten. Passt das hier rein? Oder bin ich zu arm für das? Kann das sein? Muss ich kurz nachschauen. Nee, die Dinge sollte ich mir eigentlich leisten können, aber die funktioniert das nicht. Machen wir hier so ein Gummiente-Ding. Nein, kein Messer hervorzücken, William. Es ist noch nicht Zeit. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr Zeit werden für das. Was haben wir hier noch? Wir haben noch ein Basketballkorb. Bin ich das Messer? Platzieren wir hier einfach 4. Da einen. Da einen.
Wieso kann ich denn hier nicht hinplatzieren? Ich begreif's nicht. Wieso geht denn das nicht? Ah, wegen der Kamera. Jetzt habe ich es begriffen. Weil da steht ja die Kamera, ne? Was stellen wir denn da hin? Was haben wir hier alles eigentlich noch? Haben wir da noch die Pappdinger? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Stellen wir hier einfach nochmal einen Ballonkarren. Okay, hier kann man... Doch, hier kann man den hinstellen. Sehr gut. Aber ich glaube, von der Kamera sind wir jetzt nicht mehr zu Spring Bonnie rüber. Also Pit Spring... Oh mein Gott, Pit Spring Bonnie. Ich vergesse es gerade andauernd. Wir brauchen noch... Was haben wir hier noch? Es ist 17 Uhr. Wir haben noch das Riesending hier, aber ich... Es kostet 5000. Passt es hier überhaupt rein? Nein, tut es nicht, weil die Decke zu wenig hoch ist. Müssen wir halt auf solche Sachen verzichten, aber wir haben ja noch anderes Zeug, wo wir hinstellen können. Und wir da hier noch so zwei Raumschiffe hin, also vier insgesamt, von jeder Art 1, hätte ich jetzt gesagt. Wo ist das? Da ist das andere. Stellen wir das noch auf. Da eins und da eins, da kann man hier ein bisschen mit diesem Ding spielen. Der läuft mir immer noch hinterher. Ah, jetzt ist 18 Uhr. Wir können nicht mehr bauen. Als ob jetzt. Oh mein Gott, jetzt läuft die ganze Zeit diese chillige Musik vom Shop. Jetzt läuft die ganze Zeit diese Musik. Oh mein Gott. Das wird auch ein lustiges Erlebnis, die ganze Nacht mit diesem Stopp-Ding durchzuspielen. Aber ab 18 Uhr ist fertig mit Ding. Mit Bauen. Hier können wir noch ein bisschen decken. Wir könnten hier noch die Sterne hin platzieren. Und dann müssen wir noch... Wo könnten wir noch? Dort in der Ecke können wir noch was hinstellen. Ah, dort können wir vielleicht das Riesenkarussell hinstellen. Und da vorne vielleicht das Klettergerüst oder so. Ey, aber das sieht so nice aus, die ganzen Spielautomaten hier. Ey, diese Musik. Ist schon ein bisschen nervig, aber irgendwie auch lustig. Hallo, wieso gehst du nicht? Geh einfach. Nerv mich nicht hier beim Arbeiten. Sollen die nicht längstens schon gehen? Keine Ahnung. Los, geh. Geh. Oh. Jeden Fall, oh mein Gott, die Musik. Ja, die Musik eigentlich unendlich, oder? Es geht einfach immer noch nicht. Es ist 20 Uhr und der Double geht immer noch nicht. Ja, jetzt fängt sie wieder von vorne an. Da steckt noch einer zwischen den Stühlen. Oh, es ist der! Wir haben ihn ausgetrickst, der steckt fest. Nein, er hat es wieder rausgeschafft. Das kann es doch nicht sein. Er ist wieder entkommen. Bleibt er jetzt wirklich die ganze Nacht? Das wäre lustig irgendwie. Oh Gott, die Musik kann jetzt... Mit der Zeit nervt sie schon. Aber solange wir das Baumenü nicht öffnen können, können wir auch nichts dagegen tun.
Ah komm, wir sind hier schon am Bauen. Kauf ich noch die Pizza Engine. So. Dann steht die auch. Okay, die ist doch... Okay, die bringt schon was. Die ist doch definitiv schneller, habe ich geirrt. Dann hat die auch ein Update gekriegt, dass die besser ist. Kann man schneller Pizzen rauslassen. So. Dann da drüben wieder hin. Ich glaube, es wird ein bisschen XXL-Folge, aber ich hoffe, es freut euch, dass es mal eine XXL-Folge wieder mal gibt. Also, ja, ist auch die finale Folge. Macht es auch ein bisschen Sinn, dass es eine XXL-Folge wird. Das ist die letzte Killer in Purple-Folge. Das Projekt auch schon wieder zu Ende. Wir haben gerade erst angefangen, jetzt geht es schon wieder zu Ende. Das kann einfach nicht sein. Wir haben 22 Uhr. Ey, du gehst jetzt einfach gar nicht mehr nach Hause, oder wie? Ja, dann fressen dich halt die Animatronics. Da kann ich nichts tun. Okay, den Stuhl hatten wir noch nicht bedient. Okay, da haben wir alle bedient. So, hier kann ich noch verkaufen. So, wir haben 22.33 Uhr. Der steckt jetzt hier einfach fest. Nee, doch nicht. Den Tisch hatten wir schon bedient. Wir nehmen da noch kurz... Ah ne, wir nehmen keine Pizza mehr mit, der ist das Ding. Aber sieht schon gleich noch, ist hier einfach so die ganze Area. Noch kurz ein bisschen abdancen. Solltest du nicht längst zu Hause sein, es ist längst Mitternacht. Komm, geh nach Hause. Geh jetzt ins Büro. Entweder kommst du jetzt mit oder du bleibst draußen. Gute Entscheidung. So, jetzt sehen wir auch wieder mal anständig was. Sehr gut. So, noch 15 Sekunden. 15. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Du gehst mir auch nicht mehr vom Leib, du. But Bonnie ist einfach schon on the way. Von den Wither noch niemand. Funtimes kann ich nicht überwachen. Ich habe immer noch nicht die Kamera hingebaut. Da steht auch Bonnie. Und fragt sich so, was passiert ist. Ein bisschen abdancen. Bist du jetzt irgendwie mein Geschäftspartner oder wie? Ich gebe dir auf jeden Fall kein Geld. Ist doch gerade Shadow Freddy über den Boden gerutscht. Das hat jetzt auch komisch ausgesehen. Ja, Puppet, komm du nur. Guten Tag. Ich habe auf jeden Fall vorhin Shadow Freddy gesehen, aber... Der sieht mir ja immer noch an. Langsam finde ich den Typen gruselig. Da ist gerade Shadow Bonnie durchgegangen.
Ist gerade Tachika losgegangen. Die Funtimes sind auch unterwegs, um uns zu holen. Gut, Golden Freddy wäre auch nicht so etwas Spannendes gewesen. Der hätte ich einfach in die Kirche gesetzt und der wäre manchmal einfach in der Nacht hier im Zimmer gespawnt und ich hätte aufs Kamerapanel zugreifen müssen. Das wäre alles gewesen. Also Golden Freddy wäre nicht so viel Spannendes gewesen. Und er hätte auch verursacht, dass wir nicht so viel dekorieren könnten. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ja, man kann jetzt nichts machen. Weiß deine Mutter eigentlich, dass du noch hier bist? Ich weiß es nicht. Oh, das ist Shadow Freddy. Der rutscht wirklich alles über den Boden. Lustig. Okay, Funtime Freddy geht einfach in die Küche. Hallo, ich möchte aus der Kamera raus. Wir haben noch 57%, das ist 3 Uhr. Das geht gut. Und wir haben immer noch chillige Musik, also das wird eine chillige Nacht. Ah, da kommt von einem Foxy zum ersten Mal. Sehen wir den mal in Action. Dem seine Augen sehen ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Und wieder Chica ist auch da. Da ist gerade Toy Freddy wieder gegangen. Foxy rennt wieder weg. Wenn sehen wir da, ist doch JJ. Freddy will sein Geld gar nicht mehr, kann es sein? Doch, jetzt will er sein Geld. Jetzt, wo man es erwähnt, erinnert er sich. Oh, ich hätte da noch Geld, wo ich verlangen müsste. Ich muss los. Da kommt Spring Bunny. Wir haben 42. Oh, Pit Spring Bunny. Und Toy Bunny. Bunny, Bunny, Bunny. Wie viele Bunnies gibt es eigentlich? Es gibt ziemlich viele. Es gibt normal, dann gibt es Toy Bunny, dann gibt es Spring Bunny, dann gibt es Withered Bunny, dann gibt es Shadow Bunny, dann gibt es Spring Bunny, dann gibt es Pit Spring Bunny. Dann gibt es. Ich zähle jetzt mal Bonbon, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Also Spring Bunny, dann ist Nightmare Bunny. Dann ist noch Phantom Bunny. Also. Nee, Phantom Bunny gibt's gar nicht. Den FNAF 3, den gibt es nicht. Rockstar Bunny. Also den aus Security Breach, der nicht ganz existiert. Also nur so halbwegs. Und dann, wenn gibt es noch, oh, da kommt Freddy mit dem, der sein Geld will. Wir haben 5 Bunny-Arten, glaube ich. Ja. In FNAF 1 eine, in FNAF 2 zwei, in FNAF 3 keine, in FNAF 4 eine, in FNAF 5 keine, in FNAF 6. Haben wir in FNAF 6 einen Bunny? Ich glaube nicht, nein. Help Wanted gibt es nochmal die gleichen, also auch nicht. Jacko Bunny aus dem FNAF 4 DLC. Und dann Rockstar Bunny. 6 Stück, hätte ich jetzt gesagt, gibt es. 6 Bunnies, okay. Oh, die Musik hat aufgehört. Endlich! Was zur... Okay, die geht ziemlich lange, die Musik, aber dann hört sie einmal auf. Und jetzt hört man wieder Puppet. Irgendwie ist Puppet wirklich nervig, aber wir haben es jetzt gleich geschafft. So, 12 Uhr. 6 Uhr, meine ich. Ein bisschen Party. Mittlerweile geht das so lange, bis das Geld ausgezahlt ist. Ja, 47.000 wieder. Wir können das Kinderentführen eigentlich lassen. Weil wir verdienen jetzt so viel durch Animatronics. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal die Musikbox wieder ausschalten, weil die nervt. So. Hätten wir das. Glasscheibe ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Wenn man hier durchläuft, ist da einfach so eine Lücke. Und die wird, je näher man kommt, wird die... desto mehr geschlossen. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen.
Aber egal, das tut jetzt nichts zur Sache. Wir wollen wieder zurück nach hinten in die Play Area. Und dann ein bisschen mehr Sachen reinbauen. Wir haben einfach 74.000. Wir können auf jeden Fall sehr viel reinbauen. Automaten haben wir genug. Was haben wir hier noch? Wir haben noch von den Sachen ein bisschen. Stellen wir noch von den ein paar auf hier in dieser Ecke hier. So, zack, 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 zack. Dann stellen wir hier nochmal eine Reihe auf. Von den anderen. Zack, zack. Geh weg. Zack. Und zack, so. Sieht nicht schlecht aus. Aha, ich habe also gesehen. Oh, ich habe Freddy verschoben, also Fredbear verschoben mit dem Gangstand. Ich hätte gesagt, es ist gut. So, leider haben wir hier in der Ecke noch nichts. Nein, ich will nicht customizen die Wände. Ich will hier Kuh. Decorations. Das könnten wir hier noch bauen. Haben wir hier etwas, das nicht so viel Platz braucht? Können wir das hier noch reinbauen? Ne, es geht nicht, weil es minimal zu groß ist. Decorations, bitte. Es gibt halt kaum noch was. Da machen wir hier halt einfach nochmal so ein Ententeich hin. Quark. So. Dann brauchen wir noch von den Sternen ein bisschen. Hier, so. Die hängen ein bisschen tief, die Dinger. Egal. Sieht es hier ein bisschen nach etwas aus? Es wird bestimmt nicht anfangen zu laggen. Nein, nein, es wird bestimmt nicht anfangen. So. Hätte ich gesagt, die Play Area ist auch fertig. Bist du zufrieden, mein Geschäftspartner? Ja, ich auch. Dann gehen wir weiter. Ich hätte gesagt, wir bauen hier auch noch die Sterne rein. Nur einfach so als Deko. Wir hier so in den Gang hinein. Nimmt man hier auch noch ein bisschen etwas. Ist da gerade einer durch den Boden gefallen? Ich weiß es nicht. So sieht es doch nice aus. Ein paar Sterne hier drin. So, kurz aus dem Shop wieder raus. So, die Ecke ist ja hier eigentlich gut dekoriert. Also hier ein bisschen mangelhaft, aber da kann man kaum was dekorieren. Bonnie steht ein bisschen schief auf der Bühne, aber ich hätte gesagt, wir bauen hier das Klettergerüst hin. So. Da in die Ecke. Zack, das Klettergerüst steht. Dann brauchen wir wieder Sterne. Klatschen wir hier noch. Ein paar Sterne hinein. Eingangsbereich mal nicht, weil das nachher ein bisschen komisch aus, wenn da die Sterne hier oben hängen und dann da vorne so weit unten. So, hier noch ein bisschen, da noch was. So, es sieht doch noch etwas aus, ja. Da bin ich dabei.
was brauchen wir noch? Was haben wir noch nicht? Wir haben noch keinen... was haben wir noch nicht? diese Röhre hier, die Pitball mit der Röhre. Machen wir die hier hin. Zu den Toy Animatronics. So. Kann man hier neben den Toy Animatronics noch ein bisschen Party machen? Ich würde es bereuen, aber ich werde hier jetzt auch noch zwei Pitballs hinbauen. Wenn ich sie fänge. Dann haben wir halt mehrmals Pit Springbone in unserer Location. Aber Hauptsache, es sieht ein bisschen nach etwas aus. So, noch zwei Pitballs hin. Dann haben wir diese noch drei Pit Swing Bonnies hier drin. Oh Gott. Was haben wir noch? Wir hätten noch Poster, aber das sind halt einfach Poster von YouTubern, die das Spiel gespielt haben. Animatronics haben wir ja, Fanarts haben wir ja auch eigentlich. Haben wir hier noch einen Kaugummi-Automaten, stellen wir hier hin. So. Ja, den stellen wir da. Und dahin. Wir zwei Kaugummi-Automaten noch. Und dann brauche ich noch das offen und geschlossen Schild, damit wir das auch haben. Weil das darf ja auch nicht fehlen. So, kann ich das? Ne. So. Bauen wir das hier auch noch hin, dann haben wir hier alles. Ich würde jetzt sogar noch im Gang zur Sister Location noch eine Kamera hinbauen, damit wir da auch noch ein bisschen beobachten können. Also hier ins Sicherheitsbüro würde ich die platzieren. Dahin. Wenn es geht. So. Kann man hier auch noch ein bisschen beobachten. Und jetzt zur Sister Location. Die Sister Location wird ein bisschen schwierig zum Dekorieren. Aber ich glaube, die Sister Location ist auch nicht groß dekoriert. Ich hätte jetzt gesagt, die lassen wir einfach so, wie sie ist. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Weil wir haben jetzt fast alles rein. Oh. Ja, genau, die Perspektive gibt es ja auch. Ich habe falsche Ding gedrückt, falsche Taste gedrückt, so. Ich wollte eigentlich Q. Ja, wir haben ja eigentlich alles reingebaut, was geht. Gut, wir könnten noch die Pizzen verteilen. Da ist die Location, ist da, glaube ich, allgemein immer langweilig gestaltet. So. Platzieren wir hier noch ein paar Pizzen. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Sind die Wände noch ein bisschen spannender? Auch hier drüben noch so, so. Damit der Hauptsaal ein bisschen spannender aussieht. So. Da noch. Und es ist schon wieder 16 Uhr. Dann hätte ich gesagt, wir haben ja noch, jetzt noch das Poster. Das nehmen wir kurz auch noch mit. So. Wir nehmen den Eingang noch ein Five Nights at Freddy's Poster, also das FNAF 1 Poster. Ja, wir haben 16 Uhr, die Location sieht eigentlich sozusagen nice aus. Dann hätte ich gesagt, wir schauen uns noch die Twisted Animatronics an. Ja, ich hätte gesagt, wir schauen uns noch die Twisted an, die sollten ja jetzt eigentlich schon erschienen sein, glaube ich zumindest. Boah, Tageslicht! Wieder mal!
Nach Ewigkeiten kommen wir wieder mal aus der Location raus. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon spawnen, die Twisted, aber ich wollte die jetzt einfach nochmal zeigen. Wir haben ja in der zweiten Folge von Killer in Purple schon mal eine Begegnung mit Twisted Bonnie gehabt. Da ist mir wirklich das Herz in die Hose runtergerutscht, dass er plötzlich um das Gebäude kam. So, seht euch die Folge an, die findet ihr in der Playlist. Solltet ihr die finden. Und die ist auch angeschrieben. Also man sieht es auch wirklich, dass sie dort drin vorkommen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Weil die sind ja, glaube ich, hinter Fredbear's Family Diner sollten die sein. Ja, hier sind die Hügel. Ja, das sind die Hügel. Ich stelle schon mal das Auto hier vorne hin, damit wir dann rennen können, wenn sie erscheinen. Oder wir schaffen es gar nicht, ihnen zu entkommen. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Und wir haben hier schon wieder Musik drin, das passt mir gar nicht. Aber die Hügel sind ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Komm schon. Bin jetzt extra hier hingekommen. Als ob die erst um 24 Uhr kommen. Uff. Und sind wir um 24 Uhr wieder, wenn sie erscheinen. Ja, die Show beginnt jetzt dann gleich in 30 Sekunden. Ich habe jetzt Ewigkeiten gewartet. Ich glaube nicht, dass dann eine Animation kommt, sondern dass die drei einfach hier auf ihren Löchern spawnen und wir dann hinterher rennen. Da habe ich das Auto schon bereitgestellt, aber ich glaube nicht, dass wir ihnen entkommen. Also macht euch auf einen Jumpscare gefasst. Bereitet euch seelisch auf einen Jumpscare von den Twisted Animatronic vor. Aber mal schauen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo, wie die aussehen. Sheesh. Aber jetzt sollen wir rennen. Renn, 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 William, renn. Okay, wir haben die Twister gesehen. Aber wir sind ihnen entkommen, Gott sei Dank. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und dort oben steht wieder der schwarze Typ. Ich weiß nicht, was der soll, aber der beobachtet uns die ganze Zeit. Nein! Ich habe das Auto versenkt. Das war eher greedy. Aber ja. Ich hätte gesagt, wir schalten ein letztes Mal die Musik aus. Wir haben eine XXL-Baufolge gemacht. Und das war jetzt die finale Folge. Unser Rekord liegt bei 263 Kindern auf einmal. Leider können wir Golden Freddy nicht holen, aber ich bedanke mich herzlich für den ganzen Support unter diesem Projekt, unter die ganzen netten Kommentare. Es hat mich riesig gefreut, dieses Projekt mit euch zu machen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch den Horror hier durchzustehen. Und danke einfach für den ganzen Support unter diesem Video, unter diesem Projekt. Und einfach wirklich danke für die 30 Abonnenten. Und wir sehen uns nächste Woche im neuen Projekt wieder. Jetzt ist wirklich wieder ein Riesenprojektwechsel. Aber wirklich einfach danke.
Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder, also im Projekt Nachfolger von Killer in Purple 2. Und ich hätte gesagt, der Weihnachtsmann kommt auch noch zur Verabschiedung. Ich hätte gesagt, bis im nächsten Projekt. Bis zum nächsten Mal.